Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Sarahs Nadelgeschichten. Ich bin Sarah und ich grinse so sehr, weil ich mich so freue, euch heute endlich mein Buch vorstellen zu können. Ich habe schon so oft drüber gesprochen und da ist es. Und dazu will ich euch heute was erzählen. Oh mein Gott, es geht schon gut los. Ich glaube auch, ich muss noch ein Stück tiefer, oder? Moment, ich suche gerade mal den Hebel. Jetzt bin ich ein bisschen tief. Okay, bleiben wir so. Ich glaube, so passt. Ja, wo fange ich an? Also für alle, die das erste Mal zuschauen, das hier ist mein kleiner, feiner Podcast, in dem ich euch von meinen Strickhäkel, Nähprojekten und allem Möglichen erzähle. Und für alle, die schon länger zuschauen, ja, ihr habt ja das mitbekommen müssen, dass mein Buch erscheint, weil ich davon so oft gesprochen habe. Und Ende Januar, am 30. Januar ist es erschienen. Und dann waren wir Ende Januar, Anfang Februar, waren wir super viel unterwegs. Und die Zeit hat gefehlt, um in Ruhe eine Nadelgeschichtenfolge zu machen, um euch alles zu zeigen. Und heute Vormittag habe ich bei Instagram eine Umfrage gemacht, ob ihr Lust hättet, also die, die bei Instagram sind, habe ich gefragt, ob sie denn Lust haben, dass ich eine Folge mache, in der ich von dem Buch erzähle und euch die Modelle, die liegen hier alle, zeige. Und da war die Mehrheit dafür. Und ja, heute passt es nämlich zeitlich, dass ich dachte, ich kann das in Ruhe machen. Und bevor ich es irgendwie wieder weiter verschiebe und sage, ach, nächste Woche, dachte ich, mache ich das jetzt. Ja, also, das ist das Buch, um das es heute geht. Das ist Rosimine, ich spreche es sehr deutsch aus. Das wird eigentlich mit einem sehr langen O und hinten ein bisschen schöner noch betont, wenn man es estnisch ausspricht. Denn das ist eine estnische Technik. Hier sieht man ja diese Verzierung auf den Socken, mit der, also eine Colorwork-Technik eigentlich, bei der man aber die Spannfäden, die man ja sonst, wenn man Jacquard, Vereil strickt, im Inneren versteckt, nach vorne holt und so zum Star auf seinem Strickprojekt macht. Und diese Spannfäden auf der Vorderseite, die sehen dann eher aus wie Stickereien. Und genau, das ist eben die Rosimine-Technik. Und ja, ich habe mich sehr gefreut, das Buch wurde gut angenommen von denen, die das schon gekauft haben. Das macht Sinn, man kauft es ja nicht, wenn es nicht gut ankommt. Nein, also alle, die mir irgendwie auf irgendwelchen Wegen folgen und mitbekommen haben, dass ich das auch in meinem Shop verkaufe und die das Buch interessant fanden, haben das offenbar bestellt. Und wir haben, wenn ich wir sage, meine ich mein Mann Marcel und mich, wir haben uns darüber natürlich sehr gefreut. Und an dem Tag, als ich die Bücher zugeschickt bekommen habe, waren sie alle sofort verkauft und wir waren beschäftigt damit, sie zu verschicken. Ich habe dann auch noch die Umschläge hier so ein bisschen bestempelt und schön gemacht, weil ich wollte, dass die Bücher irgendwie hübsch auf die Reise gehen. Und ja, wenn man in meinem Shop bestellt, dann kann man das eben auch mit Widmung bestellen. Da muss man dann, das ist jetzt hier gerade schon super doll Werbung, aber ich erkläre es trotzdem einmal, weil wir nämlich zwischendurch Bestellungen hatten, wo dann hinterher noch eine Nachricht kam, ach, ich wollte übrigens auch eine Widmung. Also, wenn ihr in meinem Shop bestellen wollt, den Link packe ich unten in die Infobox, dann könnt ihr das dort auch mit Widmung tun, müsst ihr aber nicht. Und da könnt ihr dann im Bestellvorgang eine Nachricht hinterlassen, dass ihr es mit Widmung wollt. Und es gab auch ganz konkrete Wünsche, was ich reinschreiben soll. Es gab auch manchmal Bücher, die zum Geburtstag verschenkt wurden. Da waren dann, durfte ich dann Geburtstagsgrüße schreiben. Also das war sehr schön. Und was ich aber eigentlich sagen wollte, die Bücher waren dann weg, alle verkauft. Und wir haben dann nochmal nachbestellt und jetzt ist aber auch schon wieder ein Großteil weg und ein paar Exemplare haben wir noch. Wenn die verkauft sind, werden wir die aber nicht nochmal nachordern, denn da geht man dann ja in Vorkasse. Also es ist ja wie die Buchhandlung, kaufen wir dann die Bücher auch
ein und da geht man natürlich in Vorkasse und wenn man die dann am Ende nicht verkauft und auf ganz vielen Büchern sitzt, sitzt man da auf ganz viel Geld. Und genau, das gilt auch für alle anderen Bücher in meinem Shop. Ich habe sie jetzt gerade nicht hier. Habe ich meine anderen Bücher hier? Nein, also es gibt 2 Häkelbücher und ein weiteres Strickbuch. Und alles, was im Shop ist, verkaufen wir. Wenn es weg ist, ist es weg. Aber das heißt nicht, dass es die Bücher dann nicht mehr gibt. Ich bin jetzt gleich fertig mit diesem, ich erzähle so viel, ich will euch die Socken zeigen. Aber man kommt dann so schnell ins Plaudern und dann fällt einem noch dies ein und jenes. Wenn die Bücher nicht mehr in meinem Shop sind, bedeutet das aber nicht, dass es die nicht mehr gibt, sondern die könnt ihr dann natürlich bei eurer Lieblingsbuchhandlung kaufen oder auf irgendwelchen, in irgendwelchen Internetshops. Und dieses große A, ihr wisst schon. Und ja, das wollte ich sagen. Und jetzt geht's aber los. Ich glaube auch, dass ihr euch die Rosimine-Technik, die ich gerade kurz versucht habe, in Worte zu fassen, am besten vorstellen könnt, falls ihr sie noch nicht kennt, wenn ich euch Socken zeige aus meinem Buch. Aus diesem Buch. Genau. Also, es gibt insgesamt 18 verschiedene Modelle. Und jetzt zeige ich erstmal was. Und zwar zeige ich euch jetzt das Covermodell als erstes in echt. So sieht es auf dem Cover aus. Und hier habe ich die Socken in echt. Die haben alle estnische Namen bekommen. Ich bin manchmal noch ein bisschen, dass ich die durcheinander würfel. Das hier ist Kaiser. Und wir haben ein Mäusezähnchen-Bündchen. Ich hoffe übrigens, dass meine Hände und meine Nägel sauber genug aussehen. Ich habe ein bisschen Sorge. Ich habe heute Morgen Kräuter und Bohnen gesät und gepflanzt und mit Erde hantiert. Deshalb, ich hoffe, es ist alles tippitoppi. Ich habe mir Mühe gegeben, wenn ich hier so nah komme. Ja, also wir haben ein, ach, immer dieses, wer mir schon länger zuschaut, weiß, ich kämpfe manchmal mit der Schärfe. Wir haben hier ein Mäusezähnchenbündchen und dann eben, ich mache es wieder ein bisschen mehr zu mir, die verschiedenen Farben und 2 verschiedene Muster, die sich wiederholen. Jetzt muss ich ja doch nochmal näher zeigen, damit man sieht, ist ein Graus, diese Schärfe. Ich glaube, so geht's, oder? Ja, also das hat halt so einen Effekt, als wäre das gestickt. Die sind natürlich auch von Models getragen worden. Das ist immer für mich so ungewohnt, wenn ich die dann weggebe, damit sie professionell fotografiert werden können. Die Bilder sind sehr schön geworden. Da bin ich absolut zufrieden mit. Aber dass jemand anderes hat die dann und zieht die an und ich weiß nicht, das ist immer ganz ungewohnt. Ich bin froh, wenn sie wieder bei mir sind. Und ja, also, ihr merkt, ich weiß noch gar nicht, wo ich anfangen soll. Lustige kleine Anekdote am Rande, weil ich habe ja gerade noch nicht genug geredet. Wir haben ja alle Bücher direkt verkauft, die wir hier hatten. Und ich habe ja gesagt, es gab auch Wunschwidmungen und dann habe ich die geschrieben. Und bei einer habe ich mich leider verschrieben und das geht natürlich nicht. Ich schicke nichts raus, wo ich mich verschrieben habe. Das ist zum Glück auch nur das eine Mal passiert. Und ein zweites Mal, als ich was falsch verschicke. Egal. Ist alles gut, wenn ich irgendeinen Fehler mache, kümmere ich mich auch direkt drum. Naja, auf jeden Fall habe ich jetzt das Exemplar, wo ich mich verschrieben habe und ich habe jetzt ein gewidmetes Exemplar mit. Da steht nicht drin für Sarah, sondern für jemand anderen. Und auch, da steht auch drin, alles Liebe zum Geburtstag. Das ist jetzt das einzige Buch, was ich besitze, was bei mir bleiben wird. Kann ich gut mitleben, ist nicht so schlimm. Aber ich finde es irgendwie jedes Mal, wenn ich es aufschlage und an der ersten Seite direkt hängen bleibt, finde ich es halt sehr witzig. Was ich eigentlich sagen wollte, schöne Bilder sind in diesem Buch. Ich habe selber auch welche beigesteuert, aber die fertig fotografierten Modelle wurden professionell nochmal in Szene gesetzt.
Und es sind so viele schöne Bilder. Ja, ich habe auch, damit die Socken möglichst, also die auf den Bildern möglichst so aussehen, wie sie in echt aussehen, habe ich für die Grafikabteilung Farbkarten erstellt mit echten, mit den Fäden von den Garnen, die ich benutzt habe, damit dann bei der Bildbearbeitung, die natürlich stattfindet, man macht Sachen heller oder irgendwas, dass die Farben so sind, wie sie sind. Damit man nicht denkt, oh ja, das mache ich, und dann bestellt man sich die Wolle und dann sieht das in echt ganz anders aus. Tausendprozentig geht es natürlich nie, aber ja, so. Ich brauche ein Konzept. Ich habe für das Buch, weil ich dachte, okay, 18 Paar Socken sind halt 18 Paar Socken und Socken sind Socken. Aber nein, Socken sind nicht nur Socken. Man kann Socken ja einfach auf sehr viele verschiedene Arten stricken. Toe-up, top-down, also vom Pünktchen zur Spitze, von der Spitze zum Bündchen hoch, mit verschiedenen Fersen, mit verschiedenen Bündchen, eigentlich auch mit verschiedenen Spitzen, wobei ich mich aufgrund der Muster da jetzt nicht so ausgetobt habe. Genau, so. Und damit es eben abwechslungsreich bleibt, habe ich verschiedene Techniken benutzt und die sind auch alle in den Grundlagen erklärt. Es gibt erstmal einen großen Grundlagenteil, der geht bis zu Seite 49, also es geht dann mit den Projekten los auf Seite 52. Davor gibt es Grundlagen zur Rosimine-Technik, zum Fersenstricken, die Bündchen, Toe-up, was ich da für einen Anschlag genommen habe. Habe ich schon Fersen gesagt? Verschiedene Fersen, Zunahmeferse zum Beispiel. Die kann ich ja direkt mal zeigen. Ich finde es auch schwierig, Socken zu zeigen, wenn sie nicht an Füßen sind. Also ich habe hier zum Beispiel, das geht fast nahtlos in meinen Federcardigan über, zum Beispiel dieses Modell mit einem Muster. Oh ja, guck mal, jetzt ist es mit dem Schaf. Man darf den Tag nicht vor dem Abend. Hier. Na? So, auf jeden Fall mit einem Muster, was über die ganze Vorderseite des Fußes läuft. Ich liebe das sehr und ich liebe auch diese Farbkombi. Und da habe ich eine Zunahmeferse gemacht, weil ich finde, dass die Zunahmeferse auch gerade bei so einem einfarbigen Paar Socken sehr schön wirkt. Das ist unmöglich an der Hand zu zeigen. Die Zunahmeferse hat dann, das hier ist die Fußsohle, nee, man kann es nicht wirklich, die hat hier, läuft dann so spitz zu und ich simuliere eine Ferse. Und hier hinten, es sieht ganz furchtbar aus, wenn ich das so zeige. Hier ist dann auch so eine Spitze. Ja, das muss ich vielleicht bei Insta oder so nochmal am Fuß zeigen. Aber ich meine, von vorne kann man es gut zeigen, das Muster. Ich liebe das so. Ich finde das, ich versuche gerade, wo ich es am besten halten kann, dass ihr es gut sehen könnt. Das ist Lichttechnik, technisch auch. Ich dachte, ich nutze ein bisschen Tageslicht. Jetzt habe ich hier noch ein künstliches Licht. Also das ist auf jeden Fall mit einem meiner Favoriten Socken. Wobei ich sagen muss, es ist, ich habe die Tage ein Interview gegeben bei Socks Hype. Das, die Seite kennt ihr vielleicht. Dreht sich auch alles um Socken. Und mehr. Und die liebe Barbara hat mich da interviewt und hat mir eben auch die Frage gestellt, welches Modell aus dem Buch mein Lieblingsmodell ist. Und es ist kein Scherz und es, wahrscheinlich geht es mir da so wie vielen Eltern, es gibt kein Lieblingskind. Nein, es ist tatsächlich so, nicht, dass ich nicht eins rauspicken will, sondern ich kann mich nicht entscheiden. Mir geht es jedes Mal so, dass ich denke, oh, das ist mein Lieblingssocke. So, und dann kommt, oh, jetzt kann ich ja nicht was zeigen, kommt die hier und dann denke ich, oh nein, das ist meine Lieblingssocke. Und dann wiederum kommt, ich kann mich gar nicht entscheiden, die mache ich auch sehr gerne, kommt die und dann denke ich, oh, die finde ich so schön. Also es gibt wirklich, ich finde alle schön. Und dann gibt es aber so ungefähr die Hälfte, die finde ich besonders schön. Und ja, ich hoffe,
wir können mir folgen, es ist schon wieder so wir, aber es sind, hier liegen einfach 18 Paar Socken. Ich könnte sie jetzt auch einfach der Reihe nach hochhalten. Da habe ich übrigens, wenn ihr bei Instagram seid und mir folgt oder mir folgen wollt, findet ihr mich da als Sapri mit P, ne? Unterstrich Design. Und ich habe ein Reel gemacht, da habe ich die Socken an und da sieht man alle mal irgendwie kurz. Ja, aber ich mache jetzt mal weiter. Ich liebe zum Beispiel Tweed und habe dann, das sind alles Garne von Lana Grossa, bei Lana Grossa ein ganz tolles Tweed-Garn entdeckt. Hier sieht man das, da sind überall diese Schnupsis drin, die Tweed-Schnupsis. Und dann habe ich mir Farben im Garn rausgepickt von den kleinen Tweed-Nupsis. Und zwar gelb und türkis und habe dann dazu passend eben das Motiv entworfen. Das schnörkelt sich so, ist so ein bisschen wie so eine, ja, was heißt optische Täuschung, auf jeden Fall ein grafisches Muster und die ranken sich so umeinander. Das ist zum Beispiel super anfängertauglich und es ist so designt, ich bin quasi die Mitte meines Körpers und das ist der rechte Fuß, der hat dann außen das Muster und der linke Fuß hat auch außen das Muster. Genau, nicht auf der Beininnenseite, sondern jeweils außen trägt man dann das Motiv. Und ja, das ist total anfängertauglich, denn, jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, jetzt habe ich wieder endlich was Sinnvolles zu sagen, bei der Rosimine-Technik kann man eben nicht nur in der Runde stricken, also ein Muster, was so in der ganzen Runde geht oder man muss dann irgendwie die Fäden hinten einweben, sondern man kann das auch wirklich nur an einer Stelle machen. Da hätte ich mir irgendwie, ach so, so hätte ich gesagt, hätte ich irgendwas anderes überlegen müssen. Genau, das ist jetzt nur an einer Stelle, das geht ja nicht rundherum. Und da gibt es dann halt einen Trick, den ich im Buch in den Grundlagen auch erkläre, wie man den Faden über die Nadel legt und wieder zurücklegt und zieht, dass man den nicht mit rumführen muss, sondern hin und her liegt und auch ohne, dass dann von hier bis da auf der Rückseite ein großer Spannfaden ist, weil man sich das so praktisch zurückholen kann. Ja. ohne die genaue, ich mache dazu am besten auch nochmal Videos, würde ich sagen, wo ich das genau zeige. Das macht es für alle Beteiligten leichter. Aber nur, dass ihr euch das schon mal vorstellen könnt, das hat jetzt hier auf der Innenseite keine langen Fäden. Ja, aber gut, sehen kann man es jetzt auch nicht. Ja, wollte ich noch was dazu sagen? Die ist von oben nach unten gestrickt. Und mit einer Bumerangferse und einer Bandspitze. Und ich finde halt einfach, dass es auch nicht viel braucht, weil das Tweedgarn ja schon so einen Effekt hat. Und genau, im Gegensatz zu der hier, die ich ja gerade schon gezeigt hatte, da ist halt einfach der Grundton ganz, ganz schlicht und da ist nicht viel los, dass das Muster halt ruhig mehr sein kann und ja, so eine schöne pinke Leinwand hat, pink-lila. Das Bündchen ist hier mit verschränkten Maschen gestrickt, Zunahmeferse, wie gesagt, und auch die Bandspitze. Dann hatte ich gerade schon kurz hochgehalten diese. Ich muss mal gerade gucken, welche waren denn jetzt alle? Die hier, glaube ich, auch. Nee, Moment. Also es gibt nämlich, ach, die hier. Ich habe nämlich auch ein paar Modelle toe-up gestrickt, also von der Spitze hoch zum Bündchen, zum Beispiel dieses hier, was ich auch wirklich schön finde. Und das Blumenmotiv, das findet ihr dann auch. Also alle Motive gibt es auch als Strickschrift, als Chart im Buch. Und da habe ich dann zum Beispiel auch bei Augenblick, bei Pinja, gibt es dann auch, das zeige ich jetzt natürlich nur kurz und so halb abgedreht, da gibt es dann eben zwei Zählmuster,
damit das eben, ich halte es nochmal, gespiegelt ist. Also für mich ist, zeigt immer das Blatt nach außen und gestrickt wird ja aber so, also ich habe hier angefangen und dann so gestrickt, ne? Und falls ihr also entscheidet, weil da bin ich ja immer für, dass man, ich liebe es, wenn meine Sachen eins zu eins umgesetzt werden, das ist ein großes Kompliment, dass es gefällt, aber ich freue mich auch total, wenn man meine einzelnen Anleitungen nimmt und miteinander kombiniert oder mit, ihr die mit euren Ideen kombiniert und was komplett Eigenes wieder macht. Und da freue ich mich natürlich auch, wenn gesagt wird, hier Grundidee oder dieses Stück von Sarah inspiriert, wie auch immer. Aber genau, falls ihr also dieses Motiv stricken wollt aus dem Buch, aber denkt, toe-up möchte ich nicht, ich stricke es top-down, dann müsst ihr auch bedenken, dass ihr das Zählmuster umdreht, weil ihr dann ja das Muster von oben aus strickt und ihr strickt dann von oben so. Also wenn ihr nämlich einfach von oben strickt, sieht das dann nicht so aus, wenn ihr sie richtig rumhaltet, sondern dann wäre es auf dem Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Hier auf jeden Fall habe ich dann noch ein Bündchen gemacht, was eigentlich länger ist, was aber umgeschlagen getragen werden soll. Da kann man natürlich die Länge auch noch selber bestimmen, aber ich mag das, die sind dann eben nur so etwas über Knöchel hoch und ja, mag ich auch sehr. Also die ist toe abgestrickt und die Sneakersocke hier auch, die habe ich gestern getragen. Ich muss gerade mal hier ein bisschen abflütteln. Ich habe die nur zu Hause getragen, jetzt nicht in Schuhen oder so. Ja, ein bisschen wie ein kleiner Hausschuh quasi. Das ist diese hier. Ich mag auch dieses Muster wahnsinnig gerne mit den vielen Farben. Da gab es übrigens auch schon eine Frage zu. Wenn mehrere Farben auftauchen und an mehreren Stellen, ob man dann dahinter den Faden mitnimmt. Das ist einem natürlich selbst überlassen. Ich finde, man kann aber auch ohne weiteres einfach einen neuen Faden dann ansetzen. Also du kannst ihn entweder hier runterführen oder eine neue Farbe ansetzen. Ein bisschen, dann haben wir halt einen Faden mehr zu vernähen, aber so wild finde ich das jetzt nicht. Ja, ich glaube, man sieht jetzt schon so ein bisschen dieses, das sieht doch mehr aus wie gestickt, oder? Mal gucken, ob das scharf ist. Und das liegt halt so auf dem Gestrickten. Also man strickt darunter die Maschen normal weiter, die rechten Maschen, und die Fäden legt man immer davor. Aber während des Strickens, genauso wie man sonst die Farbe wechseln würde, um dann die Maschen bei Fair Isle zum Beispiel drei Maschen in Rosa dann zu stricken und danach in Bordeaux weiter, hört man hier mit Bordeaux auf, legt den Faden nach vorne, strickt drei Maschen dann in Bordeaux, legt den Faden wieder nach hinten, somit liegt er dann vor den Maschen und so entsteht dann dieses Spannfädenmuster quasi. So, das ist nicht die einzige Sneakersocke. Die hier gibt es auch noch. Die hat oben ein Rollbündchen und eben auch auf dem Fuß ein Muster und dann noch so ein Streifen. Das ist eine Bumerangferse. Bei den Fersen gilt natürlich auch, die sind ja super entscheidend für den Sitz der Socke. Und mir persönlich passt die Bumerangferse total gut. Wenn man jetzt einen weiteren Spann hat oder eine breitere Ferse, gibt es andere Fersen, die besser passen. Da muss man vielleicht einfach selber mal so ein bisschen gucken, was einem am besten gefällt, was einem am besten sitzt. Und im Prinzip kann man das dann ja bei jeder Socke sagen, ach nee, jetzt würde die Bumerangferse kommen, dann mache ich aber meine Ferse. Das ist überhaupt kein Problem eigentlich. Vielleicht muss man da manchmal irgendwas bedenken bei den Zwischenrunden oder so, aber eigentlich kann man das alles austauschen. Das ist ja das Tolle beim Stricken und auch beim Häkeln und beim Nähen, dass wir das alles so genau für uns, auf uns anpassen können. Ja, was noch? Das ist, glaube ich, eine Lieblingssocke von meiner Mama. Die fand die, glaube ich, richtig gut.
Und zwar ist die hier. Mag ich persönlich auch sehr gerne. So, jetzt sind wir wieder scharf. Hier haben wir oben ein, das ist einfach so, ein Zopfbündchen, also ein Bündchen mit Zopfmuster. Auch bei den Bündchen kann man ja so viel machen. Mäusezähnchen, Zopfmuster, verschränkte Maschen, um ein bisschen Abwechslung reinzubringen. Und dann haben wir hier die farbigen Streifen, in denen dann die Muster wieder in der letztendlich Hauptfarbe im Prinzip sind. Hier ist ja, das ist ja eigentlich die Hauptfarbe. Und da wollte ich jetzt keine weitere Farbe reinbringen. Und hier unten an der Spitze, bevor abgenommen wird für die Bandspitze, gibt es dann nochmal ein Muster in dieser Farbkombi. Mag ich auch sehr gerne. Ich mag die alle. Ich finde sie alle schön. Ja. Ich zeige jetzt einfach mal ein paar, vielleicht auch gleichzeitig. Die beiden haben wir, da gehen die Muster eben am Schaft ganz rum. Haben wir auch verschiedene Bündchen. So. Ich mag die verschiedenen Farben auch. Es ist einfach toll, sich so austoben zu können bei so vielen verschiedenen Socken. Ich habe wirklich ja gestrickt im Akkord quasi. Aber es war halt auch toll, so viele verschiedene Kombinationen zu machen. Und auch ein großes Dankeschön an Lana Grosser, die mir die ganzen Garne zur Verfügung gestellt haben. Es ist natürlich auch ein Traum, so viele Farben dann zur Verfügung zu haben. Es war aber auch nicht immer leicht, die richtige Farbkombi zu finden. Und besonders war das so bei diesem Falco. Lasst mich kurz nachdenken. Ich meine, das ist Falco. Aber ich check sowas immer lieber nochmal, bevor ich was Falsches sage. Dazu kann ich euch aber schon mal erzählen. Ich habe gestern Abend noch bis 10 Uhr, ja, Falco, bei Ravelry meine Bücher eingestellt und alle Projekte aus den Büchern. Das heißt, falls ihr bei Ravelry aktiv seid und gerne eure Projekte verlinkt und ihr mein Buch haben solltet oder es euch noch holen wollt oder wie auch immer, dann könnt ihr die tatsächlich auch da verlinken. Und falls ihr euch einfach interessiert und nochmal sehen wollt, was genau in dem Buch drin ist, könnt ihr auch bei Ravelry, da habe ich ein Bündel gemacht. Das ist das Cover. Ihr klickt auf das Cover drauf und dann findet ihr dahinter alle Modelle aus dem Buch. Dann könnt ihr auch gucken, ich habe auch die Garne angegeben, welche Garne ich benutzt habe. Ja. Also ich glaube, das ist irgendwie ganz gut, wenn man jetzt sagt, ja, sie zeigt mir das hier alles jetzt irgendwie nicht genau genug. Was auch, wie ich feststellen musste, echt schwierig ist. Eigentlich wäre es besser, wenn ich so eine Folge gemacht hätte, wo ihr nur meine Füße die ganze Zeit seht, an denen ich die Socken habe und nicht meinen Kopf, mit dem ich rede. Also der wäre dann unten und die Füße oben und ihr würdet die Socken sehen. Oh, vielleicht muss ich noch eine Folge machen, wo ich immer nur die Füße hochstrecke. Das wäre schon lustig, oder? Naja, mal gucken. Egal, auf Ravelry, Sarah Prieur oder Sapri Design, wenn ihr das eingibt, solltet ihr mich finden. Oder ihr gebt Rosemine Sockenstricken ein. Da habe ich das Buch auf jeden Fall hinterlegt. So viel Arbeit, weil ich auch alle anderen drei Bücher noch dann mitgemacht habe. Das waren mehrere Tage und gestern Abend bis 10 Uhr. Eine Runde Mitleid. Nein, Spaß, hat Spaß gemacht. Ja, gut, womit machen wir weiter? Natürlich mit Falco. Da war ich gerade stehen geblieben. Da wollte ich noch was zu erzählen. Und zwar habe ich dieses Muster entworfen. Ich nehme mal nur eine, ist vielleicht leichter. Also ich habe dieses Muster entworfen. Ich wollte unbedingt eine Socke machen, bei der das Muster über einen Farbwechsel geht und die Farbe wechselt. Das war meine Intention. Und ich wollte gerne so einen Zweig machen. Das, ja, fand ich gut. Und ich habe im Prinzip, als ich die 18 Paar Socken gestrickt habe, habe ich nicht nur 18 Paar Socken gestrickt, sondern ich habe natürlich mehr gestrickt und hatte erst eine andere Farbkombi im Sinn, die einfach nicht gepasst hat. Die hat nicht, auch in dieses Gesamtbild nicht gepasst. Ich meine, ich habe mich ja an ein paar Stellen farblich selbst verwirklicht. Ich meine, hier mein Federcardigan, ne, spiegelt sich da irgendwie wieder von Stroff. Perla Scarf von Osho and Odie.
Und also genau, ich habe schon ja Farbe reingebracht, aber insgesamt sollte es so ein bisschen, ja, neutral nicht, aber schon auch ruhige Töne haben und so ein bisschen so was Natürliches, was ich dann, ich denke, bei einigen hier auch wieder aufgegriffen habe. Ich glaube, das passt ganz gut. Und auf jeden Fall die erste Farbkombi, die ich hatte, war so hart. Es war jetzt gar nichts Buntes, aber es war irgendwie so hart und es war zu. Ich weiß nicht, hat mir nicht gefallen. Und mein erster Ansprechpartner ist mein Mann Marcel, der, wenn er im Homeoffice arbeitet, natürlich dann greifbar ist. Und ansonsten gehen Fotos an meine beste Freundin oder an meine Cousine oder an meine Mama, weil ich auch weiß, dass die nichts ausplaudern, an dem ich gerade arbeite. Aber auf jeden Fall bin ich zu Marcel und habe gesagt, boah, ich weiß nicht. Und guck mal, ich habe hier so ein paar Knäuel und bin wirklich mit so ein paar Armen voll Wollknäuel rübergegangen zu Marcel und habe gesagt, was meinst du denn, was würde passen? Und wir haben dann wirklich die gewechselt und nebeneinander gelegt und meinst du so und was ist oben, was ist unten, bis wir irgendwann diese Farbkombi hatten. Das ist unten ist so ein Braun und oben eben Grau, das erkennt man glaube ich ganz gut und das ist auch so meliert und also das war für mich so, also das aneinander gelegt und da dachte ich so, ja. Warum bin ich da nicht direkt selber drauf gekommen? Weil ich meine, das war Marcel, der diese Kombi gelegt hat. Weil dieses Braun und dieses Grau zusammen, das hat so was so richtig, finde ich, Natürliches und Ursprüngliches und das passte für mich zu diesem Zweig. Das macht mich total glücklich. Ich liebe die sehr. Ist ja eigentlich total schlicht und trotzdem hat die was Besonderes, oder? Also. Ich mag sie sehr. Trotzdem würde ich nicht behaupten, dass es mein absoluter Liebling ist, weil ich andere auch echt wahnsinnig gerne mag. Und dazu zählen zum Beispiel diese hier. Die hatte ich heute an. Habe ich auch schon bei Instagram gezeigt. Die mag ich auch wahnsinnig gerne. Ich wollte unbedingt ein Blattmuster machen. Und habe dann eben dieses Blattmuster gemacht und weil ich zwar wollte, dass das zusammenpasst, aber ein bisschen anders ist, fand ich, dass es ganz schön ist, wenn man die, ich weiß wieder nicht, welche ich wählen muss, so, wenn man die Blätter an anderen Stellen grün macht. Weil ich mir dabei trotzdem überlegt hatte, was für mich links und was rechts ist, so rum. So rum finde ich nämlich, dass das ein super schönes Bild, Gesamtbild ergibt, wenn man jetzt so die Füße nebeneinander stehen hat. Und trotzdem ist es nicht zugleich. Also Symmetrie und Gleichheit kann schön sein, kann aber auch manchmal so langweilig sein. Und ja, das war da der Gedanke. Hier habe ich eine Käppchenferse gestrickt, um zu vermeiden, dass man Farbwechsel hat für die Zwischenrunden. Jetzt bei einer Bumerangferse würde man ja Zwischenrunden stricken, die würden dann hier im Muster stören. Ganz einfaches Bündchen und die Spitze dann nochmal in der gleichen Farbe. Ja, und gestrickt aus meilenweit Kaschmir ist also ein Träumchen. Ich habe wirklich die verschiedensten Garne benutzt, die ich sag mal ganz einfache meilenweit. Kaschmir, dann die Cool Wool for Socks von Tanja Steinbach, also bei Lana Grosser. Mega, die strickt sich auch richtig gut. Genau, Kaschmir, Seta, was war das denn noch alles? Steht alles im Buch. Ja, also, ach, die mag ich auch echt gerne. Dann finde ich ja so ein bisschen was Winter- und Weihnachtliches, ist das hier mit den Schneeflocken. Also, ja, schon so schneeflockig, ne, war so der Hintergedanke. Ich will jetzt nicht 100% sein, aber schon. Genau, die mache ich auch. Und die haben sonst auch nichts. Also da dachte ich, ich habe viele, die zum Beispiel am Schaft oben was haben oder oben und unten oder die komplette Vorderseite. Und hier ist jetzt nur am Fuß das Motiv. Und ansonsten ist es so ein schöner Blauton. Ich finde, der wirkt halt oben alleine auch sehr schön. Und dann wiederum habe ich hier
ein bisschen mehr Farbe wieder, kombiniert mit Tweed. Und die ist so gemacht, dass wir hier oben einmal, also wir haben wieder ein Zopfbündchen, also ein Bündchen mit Zopfmuster. Und dann geht das obere Muster, geht halt ganz rum. Eine Bumerangferse mit den Zwischenrunden in Orange. Und wenn die so gefaltet ist, sieht man es ganz gut. Es gibt oben am Fuß nochmal ein Muster, das geht aber nicht unterm Fuß entlang. So, ich falte das einmal auf. Ja. Die sind jetzt natürlich, die habe ich noch nicht getragen. Die lag jetzt länger da in dem Karton, bis er mir wieder zugeschickt wurde. Moment, so. Genau, also der Oberfuß, sieht man es? Ja, sieht dann so aus. Und von unten, da ist dann halt nichts. Kann man aber auch rundherum stricken, wenn man möchte. Das ist jedem selbst überlassen. Auch in Orange, aber mit einer ganz anderen, in einer ganz anderen Kombi. Das ist dann zum Beispiel wieder die. Ne? Hier so hell und mehrere Muster. Hier eine, also komplett dunkel. Ich finde, das hat so ein bisschen 70er-Vibes, oder? Ich meine, da habe ich noch nicht gelebt. Für alle, die in den 70ern gelebt haben, hat das so ein 70s-Vibe? Gerne kommentieren. Oder liege ich da völlig falsch? Ja, genau, da geht das Muster wieder schön am Bein runter und über dem Fuß weiter. Und dafür ist hinten nichts und ein ganz einfaches Bündchen, die Bandspitze nicht abgesetzt irgendwie, damit das Muster wirken kann. Ja, da finde ich auch, ich glaube, ich finde auch, dass das Bild so ein bisschen 70er Vibe hat. Ich schau mal gerade. Hier auch sehr schön. Tavi mit, es ist auch alles ein bisschen in der Natur fotografiert. Hier mit Stein und dann diesem Busch, der auch diese orangenen Früchte trägt. Ist das, wie heißt das? Ist das Sanddorn? Möglich. Was wollte ich euch gerade sagen? Ach so, genau. Hier. Also es ist so ein bisschen inszeniert mit Gitarre im Hintergrund und da dieses, ich glaube, die Fotografin, die Corinna, hat da hier auch, das ist doch, ja, wo muss ich mit dem Finger hin? Da. Diese Farbe, ist das nicht auch total 70s? Passt, oder? so, die habe ich gezeigt, das habe ich gezeigt. Dann habe ich hier noch so was Zartes mit einer Blumenranke. Das ist auch wieder rechts und links, innen nicht. Kann man natürlich, wenn man Lust hat und sagt, ich will das aber auf beiden Seiten haben, kann man das auch innen machen oder auch hinten. Also tobt euch immer gerne aus, finde ich immer schön. Ich habe es jetzt eben außen gemacht und eine kleine Blumenranke. Und ansonsten, ja, in so Pastelltönen. Kann ich mir auch vorstellen, dass das irgendwie cool aussieht, wenn man eine weiße Socke macht und dann ist das so eine schwarze Ranke oder schwarz mit einer weißen Ranke. Ja, das ist ja alles möglich. Das ist ja jetzt nur meine sehr liebliche Interpretation. Welche habe ich denn noch nicht gezeigt? Hier, Matisse mit Ringeln. Ringel gehen ja irgendwie auch immer. Und auch, mag ich auch sehr gerne, diese Farbkombi hier. Also ich finde, ich liebe die Farben. Ich finde aber auch das Muster total schön, auch wieder außen, weil es so, es ist ja groß und so grafisch und präsent und eben in vielen Farben. Mag ich auch total gern. Ich glaube, jetzt habe ich alle einmal kurz hochgehalten. Nein, gar nicht wahr. Auch eine meiner vielen Lieblinge ist. Jetzt überlege ich gerade, wie es heißt. Tavi? Doch, ich meine schon. Talvi. Talvi. Es gibt nämlich Tavi und es gibt Talvi. Das sind alles estnische Namen, habe ich das schon gesagt. Und zwar
Das sind hier, die habe ich gerade, glaube ich, kurz, also um die Farben ging einmal gezeigt. Hier sind immer hier Vögel. Die habe ich natürlich jetzt auch schon ein paar Mal getragen. Eigentlich ja auch wieder im Ton schlicht. Und was ihr da seht, diese Reihen, das ist so ein falsches Zopfmuster. Da dachte ich, jetzt bringen wir noch mal was anderes rein. Ein falsches Zopfmuster. Diese Schärfe mit der Schärfe, ne? Warte, ich muss irgendwie... Also ihr könnt es euch vorstellen, ein falsches Zopfmuster. Und dann in der Mitte habe ich mich eben für diesen fliederfarbenen Ton entschieden, der das Ganze wirken lässt wie Lavendel, finde ich. Ich versuche es nochmal näher zu zeigen. Vielleicht, wenn ich beide halt da... Ist das scharf? Ich sehe es nicht wirklich gerade, ob es scharf ist. Das macht mich wahnsinnig. Aber es ist natürlich nur ein Grund mehr, warum ihr euch das Buch kaufen müsst, weil da ist alles scharf. Ich sollte zu QVC oder HSE oder keine Ahnung was gehen. Ja, also, da mag ich es eben auch wieder, dass sich das so hoch rankt und über den ganzen Fuß geht. Und aber eigentlich auch, und das, also es gilt eben gerade für alle Muster, die so stellenweise sind. Also selbst für, also hier, gilt aber auch, finde ich persönlich, für diese. Die sehen doch super effektvoll aus, super schwierig. Es sind so viele kleine, dann denkt man so, wow, irgendwie, also ich finde das Muster voll schön, denkst so, wow, es hat da und da und da. Und wenn man ja aber jetzt das nicht als Ganzes betrachtet, sondern eben Schritt zurückgeht und diesen Schritt für Schritt, ist es tatsächlich meiner Meinung nach auch absolut anfängertauglich. Weil man eben dadurch, dass es nur an einer Stelle ist und nicht rundherum geht, wo man ja wirklich gerade dann auch bei Socken auf die Fadenspannung achten muss, weil du sonst nicht mit der Ferse durchkommst oder irgendwas. Also hier bei denen zum Beispiel musste ich einmal aufmachen, weil ich da nicht reingekommen bin. Da muss man halt gucken, dass das nicht zu spack wird. Das hat man ja bei Jacquard-Techniken auch. Und hier hast du eben den Vorteil, natürlich musst du darauf achten, dass das vorne schön aussieht, dass hier die Fäden nicht irgendwie raushängen oder auch zu stramm sind. Aber man muss nicht das Ganze betrachten, dass man die ganze Runde zu eng gemacht hat, weil man ja hinten die einfachen rechten Maschen hat, die schön dehnbar sind. Und da kommt man dann auf jeden Fall rein. Und ja, das finde ich halt so toll, dass man einen großen Effekt erzielen kann und trotzdem ist das nicht super kompliziert. Ich muss sie nochmal zeigen, ich mag sie einfach so sehr. Und jetzt, ja, ist das vielleicht doch ihr Liebling? Nein, dann greife ich hier rüber und denke wieder, sieh nicht auch schön. Und dann kommt hier die kleine Schneeflocke und die ist auch so schön. Und dann kommt wieder, guck. Ich mag sie wirklich irgendwie alle total gerne. Wollte ich hierzu noch irgendwas sagen? Ja, natürlich. Und zwar, als mein Buch kam, dachte ich, oh, jetzt möchte ich auch was aus meinem Buch stricken und habe angenadelt eben, was habe ich jetzt gerade? Talvi. So, Talvi habe ich angenadelt in einer komplett anderen Kombi. Und da sieht es eben schon nicht mehr aus wie Lavendel. Ne? Den Effekt erzeugt tatsächlich die Farbe, finde ich. Also ich habe wieder, da denkt man doch auf den ersten Blick nicht, dass das die gleiche Anleitung, das gleiche Modell ist. Das macht, also Farbe macht immer einen riesen Unterschied. Genau, und da habe ich jetzt die Ferse gestrickt und die liegt jetzt auch schon wieder ein paar Tage, weil dann so viele andere Sachen immer dazwischen kommen und ich auch unter akuter Anschlageritis leide. Aber ja, das wird dann die erste, die ich selber als Anleitung nicht für, sondern aus meinem Buch stricke. Genau, und das ist einmal die Merino Extra Fein Meilenweit von Lana Grossa in der Farbe 2423. Die habe ich auch benutzt für, ja genau, für diese Blüten hier.
Da habe ich die gleiche Farbe benutzt. Und das hier, da habe ich jetzt gerade die Farbnummer nicht, aber das ist die Cool Wool for Socks, die ich wirklich richtig gut finde. Und ich überlege gerade, ob ich diese Farbe, doch, die habe ich auch. Die ist hier im Muster verewigt. Das ist die hier. Das ist hier Nadelgeschichten-Yoga. So. Ja. Ich weiß nicht, habe ich euch mein Buch jetzt genug gezeigt? Habe ich das genug erklärt? Ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach nur wild vor mich hingeredet habe. Vielleicht habt ihr noch konkrete Fragen zum Buch, zu einzelnen Modellen, zu irgendwas rund um dieses Thema, rund um dieses Buch, die ich euch beantworten kann, dann stellt mir die super gerne in den Kommentaren, weil ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich habe das einmal versucht, kurz grob zu erklären. Also es ist eine estnische Technik, die Rosimine-Technik. Die Spannfäden auf der Vorderseite lassen das Ganze wie Stickerei aussehen, obwohl wir das beim Stricken mit einweben. Und es gibt im Buch 18 Anleitungen. Genau, in den Größen 36 bis 45. Als erfahrene Strickerin kann man auf jeden Fall sich das ja auch für andere Größen adaptieren, denn ihr habt die Zählmuster hier drin. Genau, könnt also selber euch da was noch zusätzlich bauen. Es gibt Anleitungen für die Bumerangferse, die Käppchenferse, die Zunahmeferse. Was haben wir denn noch? Wie man Toe abstrickt. Ich weiß, die meisten stricken top-down, aber ich entwickle gerade einen kleinen Faible für Toe-Up und erkläre die Technik, die ich nutze, auch im Buch. Und was möchte ich denn noch sagen? Jetzt gucke ich gerade hier wieder rüber und denke, das ist auch so hübsch. Ich mag diese Farbkombi auch so, dieses super grelle mit diesem zarten Grün und dann das Dunkle und eben wieder das Grelle ist. Oh. Ja, ich liebe sie alle und ich kann sie jetzt endlich alle tragen, nachdem ich sie gezeigt habe. Ich war bis jetzt sehr vorsichtig. Ansonsten, um jetzt noch was zu zeigen, was nicht mit dem Buch zu tun hat und was sogar nicht gestrickt und nicht gehäkelt, sondern genäht ist, aber auch Socken verbunden. Wie unauffällig ich auch, sehe ich gerade, da hinten noch mein Buch hingestellt habe. Und hinter mir sind übrigens auch noch ein paar. Genau, also ein paar gibt es noch im Shop. Und was ich gemacht habe, genäht habe, war zum Valentinstag. Meine Mama und ich, wir schenken uns immer was zum Valentinstag. Und ich habe hier eine Nadelgarage genäht. Und zwar das hier ist meine mit Dackeln. Ich weiß nicht, ob ihr Nadelgaragen kennt, die meisten wahrscheinlich schon. Da kann man dann, wenn man Socken strickt, macht man sein Nadelspiel so flach. Und kann das dann eben, ich glaube, ich habe es auch schon mal in irgendeiner Nadelgeschichtenfolge gezeigt, aber ich kann ja nicht davon ausgehen, dass ihr alle kennt. So, dann packt man das hier rein auf jeden Fall. Und dann sind die Nadeln geschützt, wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist, dass sie nicht rechts und links rausrutschen können aus dem Projekt und die Socke wächst dann hier unten so raus. So, und meine Mama strickt nämlich auch gerne Socken und auch gerade wieder ein schönes Paar. Und da habe ich ihr so eine Nadelgarage genäht. Und zwar von innen mit diesem Stoff, so kariert. Und von außen dieser wunderschöne Apfelstoff. Den habe ich von Netz mal bekommen beim Bloggertreffen von Schachenmeier. Das war der Geburtstag von Catania und Regia. Die sind doch zusammen 100. War das 100? Ich meine schon, war auf jeden Fall eine Geburtstagsparty und da hatte ich mir den Stoff auch ausgesucht und habe jetzt schon mehrere Sachen damit gemacht, unter anderem auch für meine Freundin Pia, falls du zuguckst, lieben Gruß. Mama guckt eh zu, lieben Gruß Mama. also für meine Freundin Pia habe ich damit mal einen Projektbeutel genäht und für meine Mama jetzt eine Nadelgarage und die blende ich einmal kurz ein. Und ansonsten wollte ich noch zeigen, wie simpel die eigentlich ist. Man schneidet zwei Stoffstücke in dieser Größe zu.
einmal Innenstoff, einmal Außenstoff. Und dann näht man die zusammen, faltet das ineinander, macht noch diese Chemsnap-Druckknöpfe dran und das war es im Prinzip schon. Okay, es dauert einen kleinen Moment länger, aber es ist super easy, wenn ihr also eine Nadelgarage haben wollt und irgendwie gerne mal so ein bisschen näht oder auch nur die totalen Nähprofis seid, dann ist das eh kein Problem. Aber auch wenn man so ein bisschen näht, ist das total machbar. Einfach mal googeln nach Nadelgarage, Schnittmuster. Ich glaube, bei Snaply gibt es auch eine Anleitung. Nicht bei Sockshype. Snaply, da sind die Chemsnaps von. Bei Sockshype gibt es, glaube ich, eine Anleitung. Aber im Prinzip ist das das ganze Schnittmuster. Genau, das dachte ich, kann ich noch zeigen, weil es zu Socken passt. Ja, und jetzt weiß ich einfach nicht, ob ich alles vernünftig gezeigt habe. Diese Eigenwerbung ist eh immer schwierig. Aber wie gesagt, ich freue mich sowieso immer über Kommentare. Und falls ihr Fragen habt, schreibt sie bitte. Manchmal dauert das etwas, bis ich alle beantwortet habe. Aber wenn es Fragen sind, die vielleicht auch für andere interessant sein könnten, dann beantworte ich das unter dem Kommentar. Und aber würde ich sagen, auch einfach in der nächsten Folge nochmal. Genau, und in der nächsten Folge zeige ich euch dann, was die akute Anschlageritis schuld ist, was ich jetzt alles angeschlagen habe, warum andere Sachen deshalb jetzt schon länger liegen. Und ja, deshalb glaube ich, müssen wir auf die nächste Folge gar nicht so lange warten. Wobei, wir sind demnächst noch mal kurz weg. Nee, aber also so ewig lang wie jetzt wird es nicht dauern. Ja, ich halte jetzt noch mal ganz, ganz unauffällig zu Werbezwecken dieses Buch. Welche Socken soll ich denn daneben halten? Diese? Oder diese? Oder was halte ich denn noch? Was passt denn farblich noch schön? Und dann halte ich noch die hier. So, und rücke mich so ins Bild. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr mein Buch bestellen wollt, das ich euch hier ganz unauffällig immer näher bringe, damit ihr es bestellt, dann könnt ihr das in meinem Shop, der Link ist unten im Profil. Falls diese Folge jetzt schon ein paar Jahre alt ist, gibt es vielleicht keine mehr im Shop, dann könnt ihr es bei der Buchhandlung eures Vertrauens vielleicht noch bestellen. Okay, also vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!